Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 4, bald müssen sich deine Eltern zusammen mit dir entscheiden, welche Schule du ab Klasse 5 besuchst. Das ist auf der Homepage der Stadtschule Schwarzenberg zu lesen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Frisch und informativ kommt die Seite daher. Und nicht nur die Schulhomepage kann sich sehen lassen. Zum Tag der offenen Tür ließ sich auch die Schule sehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer wollte, konnte das Schulgebäude, die Lehrer und die aktuellen Schüler kennenlernen. Und die finden ihre Stadtschule einfach super. Die Zimmer sind wirklich geil renoviert und die Lehrer sind richtig höflich zu uns. Und lernen tue ich wirklich viel eigentlich, das ist richtig schön. Dass sich alle untereinander helfen und dass es einfach viel Spaß macht. Die Lehrer sind einfach nett, lustig, aber manchmal auch nervig. Ich komme tatsächlich aus Heide und das liegt sehr nah, da kann ich jeden Tag hin und zurücklaufen. Also sie unterrichten gut, ich lerne viel, das gefällt mir und die Schule ist sehr schön. Die Schule ist generell ganz toll und ja, der Sportunterricht macht Spaß. Ja. Das Essen. Und generell, es gibt sehr viele Lehrer, die eigentlich sehr nett sind, wenn du dich mit ihnen verstehst. Und generell sind eigentlich auch coole Leute hier. Soweit also die Meinung der Mädchen und Jungen der Stadtschule. Was aber sagen deren Eltern? Sind auch sie von der Stadtschule überzeugt? Ich habe mich hier immer sehr gut als Mutter aufgehoben gefühlt, wusste, dass meine Kinder gut versorgt sind, gute Lehrmöglichkeiten haben, die mit den Lehrern immer einen guten Kompromiss gefunden wurde. Man konnte immer, wenn Probleme sind, auf sie zugehen. Der kurze Schulweg ist ganz wichtig. Eine gute Mittagsversorgung ist wichtig. Und das Praxisorientierte spricht für eine Oberschule. Die bieten schon vieles hier an. Also die zusätzlichen Angebote nach der Schule, ne, wird auch viel angeboten. Ganztagsangebote, Tanzen, Häkeln, ne, dann Video- und Kamerabedienung und Zuschnitt. Also es gibt schon viele Sachen. Ne. Sport ist natürlich auch, Turnhalle ist auch hier um die Ecke. Die größeren Klassen gehen in die Ritter-Gierig-Halle und die Bibliothek ist gleich dahinter, was auch sehr praktisch ist. Es gibt einen Schulclub hier, wo man nach der Schule hingehen kann. Also so die Lehrer sind auch alle nett, also die ich kenne, alles gut. Die Vorteile sind wirklich die Nähe zum Wohnort. Ansonsten sind die Lehrer super, ist eine Hausaufgabenbetreuung gesichert. Das Gesamtpaket passt eigentlich. Also sie sind wirklich gut aufgestellt. Natürlich kann ein Tag der offenen Tür nur einen groben Einblick in den Schulalltag geben. Aber vielleicht kann uns Schulleiterin Ina Wollschläger noch ein bisschen mehr erzählen. Lassen Sie uns nun an die Tür der Schulleitung klopfen. Seit 2,5 Jahren ist Ina Wollschläger die Schulleiterin in der Stadtschule in Schwarzenberg. Frau Wollschläger, was hat sich denn seither alles getan? Also die Baustelle sieht man ja auch nach außen hin. Also die Baustelle an der Fassade ist tatsächlich immer noch nicht beendet, aber wir sind optimistisch, dass das in diesem Frühjahr passieren wird. Ansonsten ist im Inneren doch das eine oder andere passiert. Wir haben beispielsweise eine Talent-Company eingerichtet, der Strahlemann-Stiftung. Wir haben interaktive Tafeln bekommen. Wir haben im GTA-Angebot einige Neuerungen zu bieten, zum Beispiel das digitale Zeichnen. Ja, und ansonsten haben wir auch eine ganze Reihe neue junge Lehrer bekommen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil Lehrermangel, ich glaube, das ist überall ein Thema. Sie sind schon durch das Tal durch? Wir sind noch nicht durch das Tal durch, aber wir sind tatsächlich immer noch in der glücklichen Lage, den größten Teil des Unterrichts fachgerecht mit Fachlehrern abzudecken. Die Talent Company, also wer heute zum Tag der offenen Tür hier vorbeikommt, der sieht am Bauzaun Talent Company, die einzige wohl im ganzen Erzgebirgskreis. Was ist das? Die Talent Company fördert die Berufsorientierung unserer Schüler. Dazu wurde ein Raum extra eingerichtet mit Unterstützung der Stadtverwaltung und des Porsche-Werkes in Schwarzenberg. Und wir haben eine klitzekleine Lounge im Raum des Praxisberaters, wo sich die Schüler mit den Unternehmern ja im Vier-Augen-Gespräch tatsächlich treffen können. Jetzt hat man ja manchmal den Eindruck, dass das Leistungsprinzip ausgehebelt ist, ganz einfach, weil es viel mehr Angebote gibt als die Nachfrage dann unter den Schülern. Wie wirkt sich das in der Schule aus, im Schulalltag? Also es ist tatsächlich so, dass viele Schüler ihre Lehre schon relativ zeitig ihren Lehrvertrag unterschrieben hatten im vergangenen Jahr. Aktuell läuft das aufgrund der Arbeitsmarktlage meines Wissens nach nicht ganz so. Aber es ist immer noch so, dass deutlich mehr Lehrstellen zur Verfügung stehen, als tatsächlich zukünftige Auszubildende da sind.
Aber trotzdem nochmal die Frage, wie wirkt sich das dann im Schulalltag aus? Also wer seine Lehrstelle in Sack und Tüten hat, wer den Lehrvertrag schon unterschrieben hat, der muss sich auch nicht mehr anstrengen? Frage, keine Feststellung. Es ist tatsächlich so, dass es dann schwieriger wird, die Schüler zu motivieren, aber wir geben uns große Mühe, die Schüler bei der Stange zu halten, dass sie tatsächlich den für sie bestmöglichen Abschluss hier erreichen. Die Stadtschule in Schwarzenberg, die ist zweizügig. Wie groß ist das Einzugsgebiet? Das Einzugsgebiet ist vor allem das Stadtgebiet von Schwarzenberg. Wir haben aber auch Schüler aus Johann-Georgen-Stadt oder auch aus Zwönitz oder auch aus Aue. Was spricht denn für Ihre Schule? Also was sind die Stärken, abgesehen von der Talent Company? Wir sind eine relativ kleine Schule, wir sind zweizügig und ja, ich kann behaupten, unsere Kollegen kennen die Schüler mit Namen und ja, es geht eher wie in einer großen Familie zu. Kann man das auch unter den Lehrern sagen, also dass das Kollektiv stimmt? Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Also wir haben einen relativ geringen Leistungsstand und wir halten als Kollektiv sehr gut zusammen. Das ist klasse. Wie sieht es denn mit den Fächern aus? Welche Fächer bieten Sie an? Wir bieten die reguläre Stundentafel an der Oberschule. Also das reicht von Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. Wir können auch tatsächlich noch alle Fächer der Stundentafel abdecken. Ganztagsangebote gab es ja auch an der Schule, an der Einrichtung. Gibt es die immer noch? Und wenn ja, was ist da gerade ganz hoch im Kurs? Wir haben zwar wenige Ganztagsangebote, aber Ganztagsangebote, die die Schüler sehr ansprechen. Ganz hoch im Kurs ist das Schnitzen und ganz hoch im Kurs ist auch das digitale Zeichnen. Da sind wir gleich beim Stichwort, denn zum Thomas May, der diesen digitalen Zeichenkurs leitet, werden wir natürlich in diesem Podcast auch noch schauen. Was macht denn das mit den Schülern? Also sind das wirklich auch Gründe, warum man sich dann für die Stadtschule entscheidet? Ich denke schon, dass gerade das digitale Zeichnen ein Grund dafür ist, dass die Schüler hierher kommen. Sie können sich gerne umschauen, was dort alles passiert ist in diesem Schuljahr schon. Wir haben einen 3D-Drucker übers Ganztagsangebot angeschafft und das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten für die Schüler. So, und jetzt gehen wir zum digitalen Zeichnen. Ja, wer jetzt zu Thomas May will, der muss erstmal ganz nach oben, letzte Etage, direkt unterm Dach. Ja, da ist es am ruhigsten. Da ist es am ruhigsten. Momentan macht er hinten aber im anderen Raum etwas ordentlich Krach. Ja, das ist unser 3D-Drucker, den wir seit diesem Jahr als neues Mitglied bei uns in der Kunst begrüßen dürfen. Und der macht unheimlich viel Spaß, vor allem dem Kunstlehrer, aber auch den Schülern. Thomas, man hört, Ihre Stimme ist etwas angekratzt. Ja, wir hatten heute extrem viel Besuch und sind mit vielen Schülern in Erinnerung geschwelgt. Und ich bin eigentlich seit 4 Stunden nur am Reden. Und jetzt will die Stimme nicht mehr. Die lässt gerade nach, leider. Aber ich habe mir sagen lassen, das digitale Zeichnen und der Kunstkurs bei Thomas May, das ist einer der Gründe, warum sich auch tatsächlich Leute für die Stadtschule entscheiden. Das freut mich unheimlich. Also wir versuchen digital neue Wege zu gehen, aber wollen auch unbedingt die alten Techniken nicht irgendwie vernachlässigen. Das heißt, also digital ist der I-Punkt, aber man lernt auch noch normal malen und zeichnen. Ja, also wir fangen prinzipiell bei den Grundtechniken an, alles was Farblehre angeht, Grafik, Schatten, Lichtspiele und versuchen dann nach und nach das Digitale mit einzubinden, also auch schon bei den kleinen Klassen. So, und das Digitale, das ist ja wirklich auch so ein bisschen dein Werk, also ich weiß, Sie haben sich dafür eingesetzt sozusagen, das auch in die Schule zu holen. Das sind iPads oder was ist das genau? Das sind iPads mit einem Zeichenstift und mittlerweile ist die Technik so weit, dass man auf diesen Tablets super malen kann und jede Art von Technik simulieren kann. Und das versuchen wir von klein auf mit einzubinden. Was mögen denn die Schüler lieber? Also schon das Digitale oder darf es auch ein bisschen Farbe sein? Dann vielleicht auch auf der Hose? Also sie sind unheimlich gespannt auf das Digitale und wenn sie dann merken, dass es auch Arbeit macht, freuen sie sich auch wieder auf die klassischen Techniken. Also nur das Digitale ist nicht der große Wurf, man muss eine Mischung machen. Jetzt hat die Schulleiterin Frau Wollschläger schon gesagt, also es geht nicht nur um den Kunstunterricht, sondern ihr habt auch einen Kunstkurs. Ja, wir haben ein GDA-Angebot, Kunst AG, seit Jahren. Und dann versuchen wir nochmal so ein paar spezielle Techniken umzusetzen und natürlich auch die Schüler, die das unbedingt brauchen, noch ein bisschen mehr zu fördern. Dass es ganz oben unterm Dach ist, stört nicht? Ist wunderschön, weil nur die Leute zu mir kommen, die wirklich zu mir wollen. Das sagt Thomas May, er ist Kunstlehrer an der Stadtschule in Schwarzenberg. Glück auf! Glück auf, vielen Dank! Mhm.